Moin Moin, der Dienstag nach dem Montag. Rise of the Tomb Raider. Tomb Raider. Den blutigen Montag sozusagen. Genau, den Bloody Monday hinter uns gelassen. Ich bin am Controller, ich bin der Olli, Michi sitzt neben mir und genießt. Ja, entspannt. Hat Füße auf dem Tisch und ja. Wir haben hier gestern noch ausgerüstet. Wir haben ein neues Lager gefunden, ne? Genau, das da. Genau, mitten in dieser Eishöhle. Ja, aber ist okay. Ja. Genau, deswegen, wir haben den Bogen verbessert, glaube ich. Deswegen taut auch alles da, weil wir ein Feuer gemacht haben. Ja. Und dann gehen wir da mal hin. Die Funktion finde ich großartig. Drückt man den rechten Stick runter, gibt es irgendwie so eine Weganweisung. Ich glaube, da musst du springen. Och. Ach so, wird auch überbewertet. Aber zum Glück ist sie stehen geblieben, weil ich wäre da reingerannt. Finden Sie den nahegelegenen Eingang zum optionalen Herausforderungsgrab? Ja, das würde ich mal sagen. Na super, das muss ich jetzt machen, oder was? Musst du nicht, aber ich würde sagen, komm. Also es gibt ja Loot, okay. Oder? Ich weiß nicht, ob das der... Oh. Ich habe mal X gedrückt, ich weiß nicht, ob es nötig war, aber... Ob das jetzt der das sieht nicht sehr stabil aus. Eine byzantinische Kriegsgalere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Krass. Ja. Keinen Schimmer. Aber er lädt und speichert irgendwas. Weil ich denke, hier ist eine Möglichkeit zu sterben. Ich glaube, du musst zu dieser Galeere, würde ich mal behaupten. Kann man die denn losschießen oder sowas? Nein. Nee. Ich schätze mal, da ist doch die Kante, da musst du hin. Und zwar mit Springen, dann X. Oh, stell mal Giftpfeile her. Gut, zwei Stück hergestellt. Na gut. So, jetzt Springen und X. Genau, und dann hochklettern. Und dann an der Kante geht's weiter. Das optionale Grab haben wir jetzt mal gelassen, ne? Hier sind so weiße Stellen, da geht man ja meistens hoch irgendwie, ne? Mhm. Das habe ich gelernt. In der Beziehung ist Tomb Raider wirklich sehr einfach gestrickt. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Ah, wir spielen das so durch, wir lösen keine Rätsel. Das haben sie bestimmt alles aus alten Schiffsplanken hier gebastelt. Mhm. Also Kompliment an die Level-Designer irgendwie. Ja, schon nett. Schon da ist irgendwas. Ah, ich glaube, du musst da lang. Aber da guck doch nochmal da lang, ob es da irgendwas Optionales gibt. Wenn da hochkommt vielleicht. Ah, das ist eine Truhe auf jeden Fall. Munition oder was war's da? Nee. Sah eben so komisch aus. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Ja, super. Untersuchen, um versteckte Informationen zu... Okay, wir untersuchen mal heran. Ach so, rechter... Kann man das eventuell drehen, das Ding? Ja, mit dem Stick. Versteckt. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Da hat eben auch der Controller voll vibriert. Okay. Na gut, mehr gab es wohl nicht zu untersuchen. Haben wir wohl jetzt gerade... Nein. Gab das jetzt Punkte? Nö. Doch, hat Griechisch, dein Griechisch wurde verbessert. Kannst du da hoch irgendwie? Nee. Und irgendwie auf einen anderen Weg? Nee. Wollen wir hier runter? Fallen ja. Ich glaube, du musst da wieder springen. Ich mach das. Du traust dich was. X. Ich hab doch X gedrückt. Habe ich nichts von gemerkt. Ach, ich hab B gedrückt. Einmal mit Profis. Ja, aber also, haben wir eigentlich das Ding noch? Nee, halt, wo bin ich denn jetzt hier? Wieder am Anfang, das ist diese byzantinische Galeere. Jetzt musst du das. Da wo kommst du her, da noch? Gehst du hin. Okay. Ach ja, das war ja hier dieses. Jetzt das richtige X. Genau. Oh, das ist aber diesmal weit, was wir laufen müssen, ne? Ja, ist ja auch nicht viel passiert, ehrlich gesagt. Okay, also diese ganzen Planken. Hoch. Und hier war da irgendwas mit antike Rätsel lösen? Vielleicht. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Mongolisch. Warte mal, guck mal nach links, bitte. Da hängt da irgendwas. Kann man da irgendwie hin? Da kannst du hinspringen, weißt du das? Von der Kante da, genau. Jetzt da rüber springen. Mach doch mal bitte. Das ist eine zusätzliche Herausforderung irgendwie. So. Genau, da kannst du erstmal diese Truhe da kaputt machen. Das hat nur Erfahrung gebraucht, aber immerhin. Nee, irgendwas gab es da auch eben, glaube ich. Kannst du mit den Dingern was machen? Dürfen wir die auch berühren? Warte mal. Was sind das für Teile? Drauf schießen kann man jedenfalls nicht. Keine Giftpfeile. Achso, könntest du mal Giftpfeile herstellen für alle Fälle.
RB gedrückt haben, genau. Besser ist es. Genau, jetzt können wir... Ah, Eisschiff, optionales Herausforderungsgrad. Cool, das machen wir. Jo. Zu dem Ding darüber springen. Perfekt. Da oben leuchtet es doch schon. Ich sehe doch das Goldstück da schon. Hopp. Alter. Nehmen wir mit. Ja, Logan. Okay. Wir gehen vor Anker, sehe ich gerade, oder was? Da hat sich irgendwas bewegt. Da, der Mast. Ist da Mast kannst du sich. Pflaster? Da ist nochmal so eine Truhe hier, so eine Dose, da links das Ding. Erstmal mitnehmen noch. Das ist ja wieder Geld oder Erfahrungspunkte. Du meinst, ich soll es mal auf so einen Mast springen da oben, oder was? Ja, da, wie der Mast aufs Pflaster schlägt, hat er wohl den Olli erlegt. Da kannst du hoch. Genau. Ich glaube, kannst du oben lang laufen. Genau. Herrlich, wie du das machst. Ja, ne? Ich kann so balancieren. Ich sag dir das so. Ich bin so, der König der Balancierer. Und dann da drauf springen. Das schaffst du schon. Das machst du doch dreimal täglich. Genau. Und jetzt mit einem mit Schmackes und Eispickel. Nee, jetzt ging das auch so. Du. Ja, das war aber leider falsch. Du sollst so an der Kugel hängen bleiben. Ach, an der Kugel. Nochmal. Mach ja nichts. Da, oh, komm, noch mal. Da steht, da liegt noch Zeug. Da zum Lesen. Hinter dir. Da. Genau. Kannst du lesen? Der wird, können wir ja vorgelesen. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht. Aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Und wie wir wissen, ist ein Nickerchen in Kälte nicht so gut, ne? Nein, sollte man nicht tun. So, da liegen noch Pilze. Auch noch. Ja, nimm, hier geht's was. Ja nicht weiter, du. Ja, nimm doch mit den Mist. Ja, dreh dich um, Baby. Wie ist sie denn da? Glück dich. So, das den Pilz natürlich. So. So. Balanciere. Na, das kriegst du ja wohin. Ja, genau. Das macht sie von selber zum Glück. Das stimmt. Und jetzt. Und dann war nur der Sprung, war, glaube genau, ich, das Entscheidende. Ein bisschen schräger, das Ganze. Alter, ich würde das im Leben nicht machen. Wenn sie näher dran ist oder so. Oh, das war... Links. Okay. Jetzt. Die hat ja oben so eine weiße Stange. Da musst du, glaube ich, dran springen, sag ich mal. Ja, läuft. Nee. Nicht. Das tat weh. Das habe ich gehört. Ja. Schade. Du wolltest ja diese Option machen, hier diese extra. Nee, ja, was, ich wollte das nicht machen. Komm, ja, einmal noch. Da hoch. Balancieren. Ob wir fallen jetzt hier nicht schon runter. Ja, nicht übermütig werden, Hase. Ja, ja. Ah, das muss doch möglich sein, da ist so schwer. Also probier es auch gleich nochmal. Laufen und springen und X und. Wann kommt das Ding dann auf uns zu? Ja, ja, die hält sich ja nicht fest da dran an dem Ding. Fuck. Und X oder so? Ja, hab ich ja. Ach, das ist doch doof. Wie kommen wir denn von diesem Grab wieder runter? Jetzt müssen wir das fertig spielen. Und wenn wir dafür eine ganze Folge verbraten. Ja, ja, la la la. Ich glaube, an die obere Stange musst du dich. Jetzt? Ja, ich. Was hast du denn gedrückt? Ich muss gestehen, ich drücke mal B. Du musst A oder X drücken. Ja, ja, ich weiß. Einmal noch und dann gebe ich sonst das Ding weiter. Weil nee, wegen nur, weil wegen Unfähigkeit, doch, doch. Ach so, na gut. An wen denn? An die Katze, Lisa? Da hätte ich jetzt schon Angst, das könnte ich schon nicht. Ja, ja, ich hab auch Angst. Das ist ja nicht, dass ich keine. Na also! Alter! Also mit X geht's ganz gut. Du kannst jetzt B drücken übrigens. Und da ist doch reichlich. Alles Mögliche. Ne, das ist glaube ich nix. Das ist gar nichts. Aber da kannst du hochklettern. Da sind noch so Stangen, die leuchten. Da, nee, da doch nicht, Kind. Da. Du solltest doch inzwischen die Tomb Raider Codes erkannt haben. Da kannst du hoch.
Ah ja, dieses Weiße hier, ne? Ja. Und dann springen. Und dann wieder springen. Und mehrmals A drücken. Und jetzt nach links. Ich sehe das nur an diesen Farbmarkierungen. Also ich kenne das nicht, das Spiel, wirklich nicht. Ich wollte mich gerade wundern. Nee. Also das sind diese... Ah, genau. Ach so, linker Stick. Ich kurbel. Da kurbelt irgendwas runter. Aha. Was haben wir damit jetzt erreicht? Und es kurbelt wieder hoch. Super. Müssen wir irgendwas vorher Wasser oder irgendwas anmachen? Ich habe keinen bloßen Schimmer. Ah, du kannst auch nach oben holen? Nein. Nein, das geht nur in die eine Richtung. Na gut. Echt? Guck mal, ist da unten irgendwie ein Wasserfall? Ich meine, wenn ich jetzt... Das ist ein Eimer, ne? Tatsächlich irgendwas anschalten vorher. Vielleicht geh doch mal erstmal auf diese Planke da rauf. Vielleicht ist das... Da kannst du sicher raufgehen. Willst du mich über die Planke schicken, okay. Ja, natürlich. Was hast du denn gedacht? So, das ist ja nicht umsonst da. Und dann guck mal hoch. Ja, in die andere Richtung vielleicht mal. Da ist doch irgendwie interessantes Zeug. Da kommen wir daher. Da oben? Nee, wir kommen von... Doch, natürlich kommen wir daher. Und da geht es ja so um die Ecke. Das muss doch irgendeinen Sinn machen. Ah, weißt du... Jetzt ist Timing gefragt. Timing, siehst du? Genau, das ist das Problem. Das habe ich nicht. Ja, dieses Ding runterkurbeln. Dann von der Kante aus da reinspringen. Und dann kurbelt es ja wieder hoch und dann kannst du da weitermachen sozusagen, glaube ich. So würde ich das jetzt. Von welcher Kante? Also erstmal ganz nach unten kurbeln und dann halten. Von welcher Kante meinst du dann runter? Von dieser schrägen, die jetzt links im Bild ist da. Links, der Mast so in den... Okay. Jetzt kurbelst du erstmal runter und dann lass es erstmal halten. Ich kann nicht lange halten, die lässt nämlich gleich los dann irgendwann. Echt? Von selber, ja. So, und dann rennst du los. So weit wie möglich runterkurbeln. Und dann lässt sie los und dann musst du laufen. Ah, das geht sehr schnell. Gebe ich dir recht, das ist praktisch. Doch, das ist zu schaffen. Springen! Yes! Alter! Wie geil! Allerdings ist das Timing immer noch. Mal sehen, was da oben ist. Okay. Ah ja, da auf die Kante kannst du ja springen. Sehr geil gemacht. Ich kann das. Alter, du hast das Spiel. Da kannst du mit deinem Eispickel. Das war wirklich gut, also echt. Ich habe auch gerade einen Puls von... 12. Genau, mindestens. 12. Ja, wir haben auch noch gut Zeit, also... Scheiße. Kannst noch ein bisschen was machen. Scheiße. Oh. Ding. Ach, Puchchen. Nein. Nach. Du siehst das schon. Ich sehe ja schon die Markierung, ne? Irgendwann hat man einen Blick dafür. Das ist tatsächlich wirklich very simple. Ich weiß nicht, ob es in anderen Schwierigkeitsgraden anders ist. Ich schätze mal hochklettern. Wie du ja siehst, da kannst du hochklettern. Das ist der offizielle Weg. Ich bin ja jetzt. Oh, das weiß es, genau. Ich bin ja erstmal den. Oh. Oh, da liegt Gold. Alles voller, wir sind reich. Können nach Hause gehen. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Das fragen wir uns alle. So oft wie die jetzt schon Münzen dabei hat, ich meine. Die könnte sich kaum noch rühren, meinst du? Was wollen wir mit der ganzen Kohle? Warum ist da irgendwie Wein drin oder was? Da sind Pfeile, haben wir aber wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind wir voll. Nein, du hattest ja vom Bären welche und genommen. Stimmt. Welche? Willst du noch mehr angucken? Da ist Seil, das erkläre ich dir gleich. Das gab es nämlich im anderen Spiel auch schon. Oh, hier mit großem. Kannst du mal aufmachen. Wird bestimmt was vorgelesen, oder? Da ist der Heilige Gral drin. Ne, das ist Rembrandt. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit, alte Fähigkeit. Okay. Jetzt habe ich natürlich nicht gelesen, was da stand. Entschuldigung. Aber 10.000 Credits haben wir verdient. Guck mal. Das bringt also was, diese Gräber zu machen. Das sind dann so Bonusmissionen. Waren ja keine Gegner in dem Sinne. Man aber hier gibt es auch nichts weiter hier zu. Nee, wo aber jetzt, das Seil da gesehen? Ist das Seil. Wo denn? Nee. In der Bildmitte jetzt nicht mehr. Dreh nochmal zurück. Da, in der Bildmitte oben. Ein Seil umgewickelt um so einen. Ah, da, ja. Und das ist so, bisher war das so, da musstest du dich einfach mit A ran, kannst du da ranspringen. Also, wenn das anzeigt. Jetzt. Und dann
rutschte nämlich zu deinem... Ach, das Seil, meintest du. Ich dachte, du meinst ein Seil abmachen. Ja, ja, entschuldige, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Oh. Ja, ja, okay. Aber jetzt sind wir wieder da, wo wir vorhin waren, wo du eigentlich springen wolltest. Ach, hier, ja, genau. Jetzt haben wir das optionale Kraft gemacht. Ich sag nix. Mit X geht das echt gut, du. Ja, X ist eine viel besser als B. Ganz tolle Sache, so ein X. Das ist echt besser als B. Also, ich mache dir auch kein X für ein U vor. Ja, das Problem ist, ich weiß gar nicht, mit Spiele geschädigt von anderen Steuerungen, dass du mit B irgendwie deutlich mehr gemacht hast. Wenig mit X. Ja, hier ist X tatsächlich so mehr so das Allheilmittel. Ja. Und da muss man sich erst dran gewöhnen, erstmal. Vor allem als nicht. Ich kann es nicht genug oft genug sagen. Was jetzt? Als nicht Lara Croft Spieler. Du spielst nicht Lara Croft? Nein. Warum nicht? Eigentlich nie. Dafür machst du es eigentlich relativ gut. Jetzt geht's ins Rutschen. Kommt man hier noch rutschen? Nee, da nicht. Da wollen wir nicht rutschen. Oder doch nicht. Aber gleich. Ich glaube, es kommt gleich noch eine längere Rutsche auf uns zu. Schwimmen und tauchen. Wie war dein Tauchen noch? So. Das hat sie jetzt von selber gemacht. Schneller schwimmen verbraucht natürlich auch Mist. Immer schlecht unter Eis. Oh, scheiße. Ich glaube, da muss man gleich von Anfang an schnell schwimmen. Mhm. Ob die Richtung auch stimmte? Ich habe keinen Schimmer. Ich kenne das Spiel nicht. Vielleicht nicht. Jetzt vielleicht mal rechts rum. Du schwimmst ja genau denselben Weg wie ich. Ja, ich hoffe, dass es da weitergeht, weißt du, dass sie da irgendwie vielleicht doch noch hochkommt zum Schluss da, siehst du? Puhchen, das war Knöpfchen. Erstmal den Zopf wieder trocknen, das finde ich auch sinnvoll. Ja, das ist das Wichtigste, das ist klar. Was haben wir mit diesen Pagoden da zu tun? Was sind denn Pagoden? Ach, keine Ahnung, diese Schirme da, Schirmlampen. Ich habe noch keinen Namen dafür, ich denke mir noch einen aus. Stehlampen. So, Pagoden. Schatz, ich bin müde, mach die Pagode aus. Hä? Du bist gemein, nur weil ich die Fachbegriffe nicht kenne. Ich will sowas immer sammeln, weißt du. Ist das ein Grafikfehler oder was ist das hier? Sieht fast so aus. Sowjetanlage. Na geil. Alter. Wir haben nicht mal Mongolisch gelernt und jetzt sollen wir Russisch können oder was? Sind wir hier alleine? Da ist auf jeden Fall ein Lager. Und Tiefschnee. Ach ja, wir haben ein neues Lager, ne? Genau. Ja. Pass auf. Nicht gut. Ach, guck, unsere Freundin hier. Petra Croft. Genau. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Da unten. Hat sie es nur geträumt? Nein. Ach so. Die Haare sind trocken. Gefriergetrocknet. Gefriergetrocknet. Es ist eigentlich perfekt, ein neues Lager entdeckt. Und können wir irgendwas updaten? Nee, gar nichts. Nee, und der neue Ausgang? Wir können aufhören heute. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Okay. Jo. Fähigkeiten hätten wir allerdings, glaube ich. Die alten Fähigkeiten haben wir irgendwie gelernt. Aber wir haben keine Fähigkeit. Okay, dann geht das nicht. Wir haben ja irgendeine Fähigkeit gelernt, die du aber ja weggedrückt hast. Wir haben eine alte Fähigkeit gelernt. Ja, eine neue alte Fähigkeit. Genau. Gut, dann... Ohne Religionsübersicht, wo kommen die denn her? Cool. Dann machen wir doch Pause, ja, oder? Zack. Und dann sehen wir und hören wir uns Mittwoch wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.